Oh, Junge. Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Vulkane wie an den Rändern der größten tektonischen Platte der Erde. Hier verläuft der Pazifische Feuerring von Neuseeland bis Südamerika. Eine Kette von extrem vielen Vulkanen. Und wohl die höchste Konzentration an Vulkanen liegt in Guatemala. Die meisten Vulkane hier sind schon seit hunderten Jahren nicht mehr ausgebrochen. Aber es gibt eine Ausnahme. Volcán de Fuego. One of the most active volcanoes in Central America. The Volcano of Fire is living up to its name. Der Fuego in Guatemala liegt auf ca. 4000 Metern. Und wir wollten ihn besteigen. Vamos. Vamos. ¿Qué es das? A la mountain. Und so machten Enno, Anton und ich uns auf den Weg. Zusammen mit Luis, einem Local, der den Fuego kennt wie kein anderer. Spanisch konnten wir alle nicht, aber Anton konnte zumindest ein paar Sätze zum Smalltalken. ¿Cuántos años tienes? 25. Ah, nice. Meinst du, das wird das Schwierigste, was du wandertechnisch hier gemacht hast? Das glaube ich schon. Ich glaube, dass ich es vielleicht leicht unterschätze gerade. Das taten wir tatsächlich alle. Der Track startete halbwegs flach, aber sobald wir den Fuß des Vulkans erreichten, ging es pausenlos steil nach oben. Boah, das zieht schon. Wenn man zur Spitze des Vulkans möchte, muss man durch mehrere Klimazonen durch. Und hier waren wir gerade mitten in einem Nebelwald. Praktisch ein Regenwald, aber auf Höhe der Wolkendecke. ¿Cuántos metros aquí? Más o menos. Okay, 3200. Ah, okay. Ab hier kann halt die Höhenkrankheit voll reinhauen, wenn man Pech hat. Ich glaube, vom Basecamp zur Spitze morgen um 4 Uhr nachts brauchen wir irgendwie eine Stunde oder so, meinte er. Das ist halt das Krasse da oben. 200 Höhenmeter eine Stunde. Sonst war viel schneller. Ab jetzt fingen wir an, die dünnere Luft deutlich zu spüren. Aber geil. Ich glaube, das ist auch ein richtig gutes Training für dich. Guck, wir sind über den Wolken da hinten. Ja. Sobald wir aus der Baumgrenze raus waren, war dann wirklich Schluss mit spaßiger Wanderung. Die Luft fühlte sich so dünn an, dass man das Gefühl hatte, doppelt so tief einatmen zu müssen wie sonst. Ein richtiger Kampf hier auch. Es gab keinen Schatten mehr und der Boden war nur noch Staub und Asche, als würde man durch Sand wandern. Ich merke es einfach krass, dass jeder Schritt viel anstrengender ist als. Und echt krass anstrengend. Jetzt die letzten irgendwie dreiviertel Stunde oder so. Aber Luis wollte weiter. Denn wir wollten nicht nur bis zum Basecamp, sondern heute noch weiter auf den Fuego. Dann wieder zurück zum Basecamp, ein paar Stunden schlafen und dann zum Sonnenaufgang auf 4000 Meter hoch zur Spitze des Acatenango. Das war zumindest der Plan. Riechst du die Luft, Enno? Poco. Nicht hier. Richtig anstrengend, aber wir sind gleich da. Nach einer gefühlten Ewigkeit flachte der Track endlich ab. Wir schienen jetzt auf Höhe des Basecamps zu sein. Von hier aus sollte es schon möglich sein, den Fuego zu sehen. Aber wir waren mitten in den Wolken. Und dann, gerade am Basecamp angekommen, hörten wir die erste Erschütterung. Der Fuego lag immer noch in den Wolken und war heute offensichtlich aktiv. Aber wir wollten trotzdem versuchen, ihn zu besteigen. Zusammen mit zwei anderen Holländern und nur mit leichtem Gepäck ging es also weiter. Erst bergab vom Basecamp und dann das letzte Stück bergauf zum Fuego. Und wir hatten Glück. Als wir den letzten Grat, der bis zum Krater führte, erreichten, war keine Wolke mehr zu sehen. Die ganze Vulkane, von denen man immer gehört hat und gelesen hat, man, jetzt sieht man sie einfach, jetzt ist man einfach da. Ja, da rauf. Also das ist schon verrückt, da rauf, ne? Ey, es rauf, es rauf.
glaube, der kommt da. Nur ein bisschen. Lass mal weiter. Einfach auch über den Wolken hier. Und so liefen wir die letzten Meter weiter Richtung Krater des aktivsten Vulkans Zentralamerikas. Was hat er gesagt? Wie weit können wir noch? Ein bisschen weiter noch. Ein bisschen weiter dürfen wir noch. Das machen wir. Oh, Jungs. Volcanoes are some of the most destructive forces of nature. But without these powerful underground forces, there would be no breathable atmosphere. Wie krank ist das? They've created more than 80% of our planet's surface, laying the foundation that has allowed life to thrive. We can't control volcanoes, but they're vital for all living things on planet Earth. So crazy. Und einmal die Sonne geht einfach jetzt perfekt untergegangen. Ich freue mich auf unsere Cabin, aber das war schlecht. Sehr, sehr geil. Aber so lange würden wir unsere Cabin nicht genießen können, denn wir wollten heute Nacht noch weiter auf den Acatenango. Jetzt spürten wir erst so richtig, wie erschöpft wir eigentlich waren. Und der Weg war durch die Asche wieder super rutschig. Alles gut? Ja. Okay. Scheiße. See, see. Der Rückweg zum Basecamp im Dunkeln war vielleicht das anstrengendste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Keiner von uns redete ein Wort und alle paar Minuten mussten wir Pausen einlegen. Als wir endlich am Camp ankamen, waren wir einfach nur froh, uns ausruhen zu können. Congratulations, man. Thank you. Good job. Thank you so much. We got fire. Für die Kamera. Ich habe Müll eingesammelt. Oh. Voll gut. Karma-Punkte. Das ging so schnell. Alter. Nach 4 Stunden Pause und ein bisschen Schlaf ging es dann zur letzten Etappe. Alter, das ist halt mal. Was? Sieht gerade richtig, oder? Wie ist der Krater? Das ist einfach unser letzter Höhenmeter jetzt. Ab jetzt geht's nur noch bergab. Das hat mich gerade voll motiviert. Ich wusste, alles, was ich hochgehe, muss ich nur noch runter. Und damit blieb uns nichts mehr, außer uns hinzusetzen und auf die Sonne zu warten. Denn wie oft sitzt man schon über den Wolken auf 4000 Metern, sieht den Vollmond untergehen, die Sonne aufgehen und daneben einen ausbrechenden Vulkan.